Schönen guten Hallo. Heute zeige ich euch den Weg durch Nax Ramas. Nax Ramas ist nicht nur eine coole, schwebende Nekropole, sondern auch der einzige Schlachtzug mit 4 Eingängen. Also schließt die Augen, dreht euch 4 Sekunden im Kreis und geht in den Eingang, der sich vor euch befindet, weil es scheißegal ist, welchen ihr nehmt. In den Drinnereien angekommen, macht ihr das gleiche nochmal. Schließt eure Augen, dreht euch und... ja komm, geht einfach irgendwo rein. Ich habe jetzt beim Arachnidenviertel angefangen. Im Arachnidenviertel ist der erste Boss Anubrektal. Ich höre das Klopfen kleiner Herzen. Bro, was für ein Herz. Ich bin untot. Tötet ihn und geht weiter. Als nächstes stoßen wir auf die Großwitwe Felina und ihre Simp-Anhänger. Oh, die laufen direkt auf mich zu. Oh Gott, ich hasse Spinnen. Tötet sie und irgendwie versucht nur ein kleiner Teil ihrer Simps sie zu verteidigen, während der Rest seelenruhig zusieht. Ist die Witwe bei ihrem Mann, können wir auch schon zum letzten Boss des Arachnidenviertels. Und oh, wer hätte es gedacht? Eine Spinne. An sich sind der Boss und der Bossraum aber echt cool. Eine riesige Spinne in einem riesigen Spinnennetz und... ja. Ja, mehr ist hier eigentlich nicht. Killt die Spinne und aktiviert das Portal an der Wand, um wieder ins Zentrum von Nax Ramas zu kommen. Als nächstes gehe ich ins Konstruktviertel. Hier ist alles voller giftigen grünen Schleim und lebenden Flickenteppichen. Im Gegensatz zum Arachnidenviertel wird hier gleich der erste Boss dem Namen des Viertels gerecht. Flickwerk ist ein riesiges Konstrukt, das nicht nur gezielt an einem vorbeirennt, sondern auch gerne mal von weitem nicht richtig gerendert wird, wodurch er noch verstörender aussieht, als er eh schon ist. Wenn ihr ihn tötet, kommen übrigens alle Mobs aus der Gegend angerannt. Siehst du das, Felina? Das sind loyale Anhänger. Die sterben sogar für einen laufenden Haufen Eingeweide. Nach Flickwerk kommt man durch diesen absolut grauenvoll hässlichen Durchgang zum nächsten Boss. Ist das fertige Design für den Durchgang? Sorry, ich habe bisher nur grob was hingekritzelt. Sehr schön, das nehmen wir. Das ist noch nicht fertig, ich muss noch... Hey Brigitte, was hältst denn du davon? Ich sagte, das ist noch nicht... Alter, sieht das scheiße aus! Ja, oder? Perfekt, das nehmen wir. Auf jeden Fall treffen wir auf Gropulus, der nicht weiter erwähnenswert ist, töten ihn und kurze Zeit später stehen wir vor Glut. Bei diesem Boss ist mir was aufgefallen. Warum gibt es diese Hunde nicht als Mount? Den Fleischerwagen, der hier überall rumsteht, gibt es als Mount, aber nicht diese Hunde. Ich will einen Zombiehund als Mount. Wenn ich es nicht reiten darf, töte ich es halt. Wie im echten Leben. Der letzte Boss im Konstruktviertel ist Thaddäus. Ich bin Thaddäus. Gibt es hier noch weitere Thaddäus, von denen ich wissen sollte? Miau. Ich meinte Thaddäus. Dieser Boss hat es lore-technisch in sich. Zusammengeflickt ist er generell schon krank genug, aber der Kollege besteht aus Leichen unschuldiger Frauen und Kinder, deren Seelen in ihm verschmolzen sind. Man hört sie sogar schreien, bis man den Bossraum betritt. Danke dafür, Blizzard. Ich wollte die nächsten Tage eh nicht mehr schlafen. Tötet die beiden Ads von Thaddäus, springt zu ihm und zerlegt ihn wieder in seine Einzelteile. Vergesst nicht das Portal und schon seid ihr wieder im Zentrum. Weiter geht's im Militärviertel und das erste, was wir sehen, sind Skelette, die nicht nur nicht am Amboss stehen, sodass ihre Bewegung irgendeinen Sinn ergeben würde, sondern die nicht mal ihren Hammer benutzen, der auf ihrem Rücken hängt. Ich kenne das, dass man mal nur so tut, als würde man arbeiten, aber versucht das doch zumindest zu vertuschen. Nach der billigen Arbeitskraft an einigen Todesrittern vorbei, treffen wir auf Instrukteur Ratiofarm, dessen Rüstung einfach schreit: Hier bin ich! Schlagt mich! Ich bin so schön auffällig blau, ihr könnt mich gar nicht übersehen! Los, schlagt mich! Haut ihn kaputt und geht weiter durch einen Raum voller lebender Waffen, um zum wohl ätzendsten Boss im ganzen Raid zu kommen. Gotik der Ernte. Oder sollte ich besser sagen, Gotik der Hu? Haut ihn einmal an, das Gitter in der Tür fällt zu und ihr dürft gefühlt eine halbe Stunde Ads töten, bis sich der Herr mal dazu entscheidet, runterzukommen. Kaum ist er unten, verreckt er auch schon, weil man ihn so schön mit Dots zukleistern kann, solange er nach oben ist. Jetzt geht's zu den 4 Reitern. Die tötet ihr, dann tötet ihr sie nochmal und schon seid ihr fertig mit dem Viertel. Das letzte Viertel ist das Seuchenviertel. Hier ist so ziemlich alles, woran man denkt, wenn man verschimmeltes Essen sieht. Pilze, Maden und... ja, okay, der Rest passt nicht wirklich dazu. Der erste Boss ist Nos, der Seuchenfürst. Das wäre zu meiner Schulzeit der perfekte Spitzname für mich gewesen. Weg mit dem Dreck und weiter durch Dreck und Ungeziefer zum nächsten Boss. Haigan, der Unreine. Mal ernsthaft, diese Namen sind einfach meine Jugend. Früher hat dieser Boss moderate Koordination gefordert, aber mir ist das Wurst, wie der früher mal war. Wir holzen ihn um und gehen weiter. Als nächstes wartet Loatep darauf, von uns weggewischt zu werden und schon haben wir auch das letzte Viertel geklärt. Durch das Portal kommt ihr ein letztes Mal zum Zentrum und hier läuft übrigens Mr. Bigglesworth rum, welcher das Haustier von Kel'Thuzad ist. Wenn wir ihn töten, triggern wir Kelly nochmal richtig schön. Jetzt müsst ihr nur diese Kugel anklicken, um zu Kelly zu kommen, der übrigens schon die ganze Zeit rumschreit und nicht kapiert, dass uns das ein Scheiß interessiert, was der brüllt. Bevor wir zu Kelly kommen, müssen wir aber erstmal an seinem Schoßhündchen Saphiron vorbei. Krasser Auftritt, Bro. Oh, danke. Ich hab mir besonders viel Mühe.
den letzten Gang entlang und gegen das Gitter rennen, bis Kelly und der Lichtkönig fertig mit Labern sind. Anstatt gescheit gegen uns zu kämpfen, holt Kelly erstmal seine Cousins und auch die restliche Familie, um uns zu nerven. Und um ihn nochmal ordentlich zu demütigen, ziehen wir alle zusammen und haben dabei noch seine geliebten Kater an unserer Seite. Also wenn wir ihn schon rasieren, dann trocken. Irgendwann merkt selbst Kelly, dass die Kelly-Family keine Chance gegen uns hat und rennt freiwillig in unsere Klinge. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt wie immer einen Daumen nach oben, lasst ein Abo, das Zeck-Zacher gilt, und wenn nicht, dann nicht. Ciao rein.